Ja, hallo meine Lieben, heute gibt es von mir ein Erklärvideo zum Thema Superkompensation. Was das genau ist, darauf komme ich gleich zurück. Ich möchte aber euch kurz vorher erklären, warum es so wichtig ist, einfach eine gewisse Grundfitness zu besitzen. Es geht hier gar nicht darum, dass man einfach sagt nach einer Erkältung, ja, jetzt bin ich wieder fit, ich fühle mich heute gut. Nein, es geht darum, auch gerade als Eltern, dass wir fit sind, unsere Kids brauchen uns. Und auch abgesehen davon, denke ich auch ganz ehrlich mittlerweile, dass man als Mutter doppelt so fit sein muss als vorher. Ich war schon immer ein sehr sportlicher Mensch und ich habe immer mich gesund ernährt und bin eigentlich recht vorbildlich in meinem Handeln und in meinem Tun. Nur jetzt mit einem kleinen Kind brauche ich einfach noch mehr Kraft und noch mehr Ausdauer. Und wenn ich dann sage, wir machen jetzt Mamasport, heißt das nicht, dass das irgendwie ein Wischiwaschi-Sport ist, sondern Mamas müssen extrem fitter sein, teilweise noch als normale Hobbysportler, sage ich jetzt mal. Und davon bin ich stark überzeugt. Ich merke es an mir selber schon. Kräftig sein, stark sein, ich möchte straff sein, ich möchte schön definierte Arme, Beine haben, schönen Bauch haben, ich möchte schlank sein, leicht sein. Leicht sein ist auch ein Inbegriff von Fitness. Leicht heißt jetzt nicht skinny sein, sondern einfach, ja, im Sinne von gesund. Und darum ist es auch so wichtig, Sport zu treiben. Und was passiert, wenn ich Sport treibe? Ich setze dem Körper einen Reiz. Jetzt gerade bezogen auf die Squat-Challenge merkt ihr ja wahrscheinlich auch, so nach dem zweiten, dritten Tag, vielleicht kommt da jetzt ein bisschen der Muskelkater vorbei. Ja, und da kommt natürlich dieses Schema der Superkompensation genau richtig. Das ist hier die X-Achse, das ist die Zeitachse. Kennt ihr noch aus der Schule? Zeit ist immer die X-Achse und unsere Y-Achse ist heute unser Leistungsniveau. So, jetzt sehen wir hier vorne, das ist unser Ausgangspunkt sozusagen, unser Ausgangsniveau. Je nachdem, was du für ein Fitnesslevel hast, ob du Beginner bist oder schon fortgeschritten bist, sagen wir mal, du warst jetzt zum Beispiel 5 Kilometer laufen, dann hast du hier dem Körper einen sogenannten Reiz gesetzt, einen Stimulus, oder du hast Krafttraining gemacht mit Gewichten. So, dann geht erstmal das Leistungsniveau, das sinkt erstmal und der Körper wird müde. Das nennen wir einfach die Ermüdungsphase nach der Belastung. Das heißt, der Körper braucht seine Erholung. Es geht jetzt nicht, dass man jetzt hier an dem Punkt jetzt direkt nach dem Workout eine Stunde später wieder den nächsten Reiz setzt, um dann eine Adaption herauszuprovozieren. Das funktioniert nicht, weil der Körper ist dann praktisch leer trainiert. Also wenn wir jetzt von 30, 40 Squats reden, natürlich nicht. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn du zum Beispiel so eine Stunde richtig intensiv trainiert hast, dann ist der Körper auf jeden Fall leer. Die Leber ist leer, die Glykogenspeicher sind leer. Das heißt, auch dein Kohlenhydratreservoir ist komplett ausgeleert und die Muskeln brauchen Eiweiß, sonst verzehren die sich selbst. So, dann sind wir jetzt hier in der Erholungsphase. Das heißt für uns, vernünftig schlafen, vielleicht einen Spaziergang einlegen, damit der Körper sich regenerieren kann, gut essen, eiweißbetont essen, viel trinken, um die Stoffwechselendprodukte aufzuschwemmen. Das heißt im Volksmund sowas wie Milchsäure, also Laktat. Und dann ungefähr nach 48 Stunden nach der Belastung, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Stunde einen Workout gemacht hast, nach 48 Stunden ungefähr, dann kommt der Punkt, da hat sich der Körper wieder erholt und wir sind zurück an unserem Ausgangsniveau hier auf der X-Achse. Ungefähr nach 48 Stunden kann man so in der Regel sagen. Trainierte Leute sind meistens schon nach einem Tag wieder fit. Kommt immer auf die Belastung an. Wenn du jetzt zum Beispiel aber Krafttraining gemacht hast, kannst du ruhig am nächsten Tag laufen gehen. Es ist einfach eine andere Art der Belastung. Oder umgekehrt. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Arme an einem Tag trainierst, das kannst du ruhig am nächsten Tag Beine machen. Aber lass die Arme ruhig erstmal einen Tag ruhen. Also, dass man immer guckt, dass man so 24 Stunden mindestens dazwischen setzt, damit der Körper einfach auch eine Chance hat, sich zu regenerieren. So, nun befinden wir uns hier über dem Ausgangsniveau hinaus im grünen Bereich. Und da sind wir im Bereich der Superkompensation. Hier war unser Ausgangsniveau, wir hatten eine Belastung, wir haben uns erholt und sind wir wieder da, aber der Körper hat sich adaptiert, der Muskel hat sich adaptiert. Das heißt, wir sind nun etwas stärker geworden. Das heißt, der Muskel hypertrophiert, er nimmt mehr an Masse zu. Es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt viele vielleicht denken, also viele Frauen haben immer Angst, oh Gott, ich habe Angst, dass ich nehme so schnell Muskel an Muskel zu und so weiter. Nein, macht euch da keine Sorgen. Also ich stelle mir teilweise bis zu 80 Kilo an den Beinen und mache irgendwelche Push-ups mit 30, 40 Kilo. Also macht euch da mal keine Sorgen. Also jetzt an den Beinen zum Beispiel. Hier findet sich drumherum eine Fettmasse und wenn ihr das hier schön regelmäßig trainiert,
verschwindet die Fettmasse, aber der Muskel nimmt zu und die Fettmasse verschwindet. Also nochmal, der Muskel nimmt zu und die Fettmasse verschwindet. Deswegen klingt das im ersten Moment immer so furchtbar, wenn man hört, ja, der Muskel hypertrophiert, der Muskel nimmt zu, es findet ein Dickenhaarwachstum statt. Oh Gott. Aber das ist das total Geile, dass ein Muskelwachstum stattfindet, denn das verdrängt auch die Zellulite und es macht das ganze Hautbild einfach ein bisschen glatter und ihr kriegt eine definiertere Form. Und das ist doch total geil. So, wenn ihr aber jetzt nicht am höchsten Punkt der Superkompensation den nächsten Reiz setzt, dann kann das passieren, wenn man jetzt zum Beispiel nur einmal die Woche trainiert, dass ihr zurückfallt auf euer Ausgangsniveau und dann war's das. So, nun ist es wichtig, dass wir dieses Niveau halten. Einfach, dass wir fitter werden, dass die Muskeln etwas mehr zunehmen, die Fettschicht geht zurück. Darauf kommt es an, dass wir den Körper spannen, definieren, shapen, in Form bringen, drahtig werden. So, und wenn wir nun hier an dem Punkt, an dem höchsten Punkt, ungefähr so nach 2,5 Tagen, wenn wir hier am höchsten Punkt wieder anfangen, den nächsten Reiz zu setzen, dann geht natürlich wieder unsere Belastungskurve wieder etwas runter, aber nicht mehr so tief wie beim ersten Mal. Und dann gehen wir wieder etwas höher und diesmal geht dann die Superkompensationskurve nochmal höher. Das heißt, es findet nochmal eine Adaption statt. Im Grunde genommen kann man das so sehen, als würde man immer weiter sich adaptieren und der Muskel nimmt immer mehr an Stärke zu. So ist es natürlich nicht, weil irgendwann mal kommt man auch zu einer Stagnation und dann bleibt das Niveau auch einfach so. Ich zum Beispiel kriege immer die totale Krise, wenn ich erkältet bin, weil ich dann einfach nicht mehr laufen gehen kann, weil es geht dann auf den Herzmuskel. Und ich hatte ein schönes Trainingsniveau, bin immer hier oben. Und wenn ich jetzt mal krank gewesen bin oder eine Grippe hatte, dann passiert es, dass ich dann natürlich 2 Wochen nicht laufen war. Und dann sinkt mein Fitnessniveau wieder zurück auf das Ausgangsniveau. Das ist praktisch auch die sogenannte Homöostase, so nennt man das auch. Das ist unser Ausgangsniveau, unser Fitnesslevel, einfach um unsere physikalischen, lebensnotwendigen Organe am Laufen zu erhalten. Also das ist im Grunde, Menschen, die zum Beispiel gar keinen Sport machen und gar keine Betätigung wirklich haben, außer mal einkaufen gehen oder mal irgendwie einen Gang machen zur Post oder sowas, da arbeitet der Körper praktisch nur auf lebenserhaltende Funktionen. Also es ist ganz wichtig zu wissen, dass der Körper wirklich nur dann fit wird, wenn man dem Körper auch Fitness bietet und ihn auch herausfordert. Genau wie ein Auto. Lass ich es in der Garage stehen, verrottet es mir einfach dahin und der fährt dann auch nicht richtig. Ne? Und so ist es auch mit dem Körper. Also wenn ich meinen Körper trainiere, dann habe ich auch eine stabile Statur, eine gute Anatomie, ausgeprägte Muskeln. Ich bin auch so fitter, vor allem auch geistig bin ich auch fitter. Ich bin aufnahmefähiger, ich bin nicht so schnell müde, ich bin auch stressresistenter und man sagt auch Sportler nach, das ist auch bewiesen, die können sich einfach besser in Dingen durchsetzen und lassen sich nicht so schnell von denen kleinkriegen. Naja, und deswegen ist es auch gerade so cool, wenn man dieses Schema hier kennt, dass man einfach mit einem anderen Bewusstsein an seine eigene Gesundheit herantritt. Dass man weiß, alles klar, wenn ich etwas tue, dann tut es vielleicht im ersten Moment weh, ich kriege Muskelkater, aber wenn ich jetzt dranbleibe, eine kurze Pause mache, also eine kurze Erholungspause mache, eine Regenerationsphase, und dann wieder ansetzen. Ich werde besser. Ich werde jedes Mal besser. Und das ist das Coole daran. Ja, ich hoffe, das habt ihr jetzt ein bisschen verstanden mit der Superkompensation. Ich liebe diese Grafik. Die habe ich damals schon immer vor Augen gehabt und habe sie immer gemalt, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Fitnesstrainer, zum Coach. Und ich fand das immer total cool, weil ich halt immer verstanden habe, alles klar, so funktioniert das also bei uns. Lasst euch niemals entmutigen, egal was für einen schlechten Tag ihr gerade habt. Guckt das jetzt trotzdem, macht euren Sport. Und ich sage einfach nur, ja, wenn euch das gefallen hat, das Video, dann schenkt mir einen Daumen hoch, schreibt mir eure Fragen einfach unten in die Kommentare, ob ihr noch andere solcher Videos gerne sehen möchtet zum Thema Anatomie, Physiologie. Also ich bin dafür total offen und mir macht sowas total Spaß. Also, okay, ihr Lieben, dann macht's gut und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bye bye.